Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. So, wir sind hier im Hammerclan endlich angekommen. Ich guck mal, ob ich hier nochmal irgendwie was zubereiten kann. Ich habe keine Milch. Oh. Okay, kann ich beides nicht herstellen. So. Apropos herstellen. Hier gab es auch noch was für Ingwer, was wir machen mussten. Glaube ich, oder? Mann. Hier, Ingwer. Was willst du? Nee. Amboss, ich sollte ihm irgendwas herstellen, ne? Gott. Nordmarschgewehrt. Erforderliche Kenntnisse, Erzwaffe schmieden. Nordmarer Nebelgeist. Ah, okay, ich brauche erstmal Nordmarer Nebelgeist. Was brauche ich für den Nordmarer Nebelgeist nochmal? Ich brauche einen Alchemietisch dann. So. Jäger, als wenn das so einfach wäre. So, wo kriegen wir einen Alchemietisch her? Hier, oder? Was, wenn ich mich hier einmal schlafen lege bis zum nächsten Morgen? Alles hell? So, Orktöter. Wo kriegen wir hier einen Alchemietisch jetzt eben her? Bestimmt da oben gibt es einen. Oder hier. Ein Alchemisten? Bist du Alchemist? Ne. So ein Alchemietisch? Dem gefällt mir das Ganze gar nicht. Haben die hier auch nicht. Hm. Ist jetzt die Frage, wo haben wir hier einen Alchemietisch? Kann dir doch egal sein. Aufpassen, was man richtig kann dir doch egal sein. Jetzt kommen sie, haben hier gar keinen Alchemietisch, nirgendwo. So, Reto? Der hat auch nichts Neues. Ich glaube, da gab es auch keinen Alchemietisch, aber ich gucke trotzdem mal. So. Wo gibt's hier was? Der ist zumindest am Kochen und die am Schürfen. Den, hatten wir den schon? Okay, den hatten wir schon. Ich gehe mal unten gucken. Ne, ich glaube, da hatten die gar keine Alchemietische. Die hatten da gar keinen. Gehe ich wieder hoch. Irgendjemand muss doch einen Alchemietisch haben. So, beziehungsweise, warte mal, wenn wir hier nochmal gucken. Wir sind hier Hammerclan. Er ist für Ugolf. Für 50 Erz zeige ich die wie. Was reichen, wenn es darum geht, einem Ork den Schädel zu spalten? Für 50 Erz zeige ich dir, wie es geht. Ugolf. Kittel braucht 12 Bisonfälle. Schnapsbraun mit Ugolf. Hier. Hä? Was? Steiners Rüstung. Ich will eine Rüstung für mich. Gut, das kostet dich 100 Erz. Gute Ware hat ihren Preis. Stollengrollen. Was bist du? Ich bin Ugolf, der beste Ork-Töter, den dieser je gesehen hat. Den hier nicht mehr auf Ork-Jagd. Klingt bescheuert, ist das auch? War eine Wette. Was für eine Wette? Eine Flasche Stollengrollen, ohne zu Boden zu gehen. Kein Problem, habe ich gedacht. Ah, denkste. Das Gesöff hat mich kaum gehauen und fragt nicht nach Sonnenschein. Was ist Stollenroll? Das ist der fürchterlichste Schnaps, den es gibt.
Ein Höllenzeug, sage ich dir. Wahrscheinlich bist du einfach nicht hart genug. Was, willst du mich beleidigen? Wer keinen Schnaps verträgt, hat da draußen auch nichts zu suchen. Jetzt reicht's, hast du schon mal einen Stollenroll getrunken? Wenn du es schaffst, das Zeug runterzukriegen und stehen zu bleiben, gehe ich mit dir da raus. Die Wette gilt, gib mir einen Stollenroll. Meinst du, ich bewahre dieses Zeug in meinem Haus auf? Viel zu gefährlich. Wir brauchen es dir zusammen. Dazu brauche ich noch ein bisschen Kram. Was? Verstecktes Erz. Ein kleines Tal, dort kommt das Erz bis an die Oberfläche. Wenn du deinen Spitzhacke hast, brauchst du es nur abzubauen. Zustimmung der Erzschmelzer. Rune, hey du, hast du nichts zu tun? Okay, aber dann gehe ich mal Orktöter machen. Wir haben 50 Erz. Beziehungsweise, warte mal, wie viel Erz haben wir genau? 99 Erz sogar. Fast 100. Obwohl, warte. Da, das ist doch der Nordmarschwert, was ich machen musste. Sogar geschärft und selbst geschmiedet. Für die Quest hier. Warte mal, dann rauche ich wahrscheinlich Zustimmung der Erzschmelzer. Dann muss ich mit den ganzen Erzschmelzern der anderen da auch noch reden, oder? Am besten du erledigst das selbst. So, erst einmal Ugolf finden. Wo auch immer Ugolf ist. Jäger, Orktöter, Kämpfer. Am besten du erledigst. Wer war nochmal Ugolf eigentlich? Steiner? Bring mir was über das Schmieden bei. Bring mir was über das Schmieden bei. Okay. Ich brauche eine Rüstung für Thorald. Wie groß? Er ist groß und dick. Ich habe eine da. Ist zwar gebraucht, aber sie sollte passen. Für 1000 Goldstücke gehört sie dir. Ja, komm, hier. Ich will die Rüstung für Thorald kaufen. Hier ist das Gold. Hier, alles schön verpackt. Gut, Thoralds Rüstung erhalten. So. Wir haben ja eh Gold mehr als genug. So, Jäger. Kämpfer, Jäger. Wo finden wir Ugolf? Kämpfer, Kämpfer. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Ich war schon viel zu lange nicht mehr hier. Ich habe vergessen, wer hier wo war. Warte mal, wie heißt der Jäger? Okay, ich dachte schon. Kämpfer, Orktöter. Tjalf. Orktöter. Ich will Orktöter werden für 50 Erz. Verdammt. Ugolf. Was ist los? Hier ist dein Erz. Hier ist dein Erz. Unterrichte mich. Bist du bereit? Ja. Würdest du mich im Kampf unterrichten? So, wie töte ich einen Ork? Wie töte ich einen Ork? Na, ist doch klar. Die Orks sind breiter und kräftiger gebaut als wir. Wenn du also draufschlägst, dann hau richtig kräftig zu. Und mit einem gezielten Stich kannst du einen Ork schwer verletzen. Okay, nice. 19 Lernpunkte haben wir noch. So. Dann haben wir den hier zumindest schon mal. Dann fehlt nur noch das hier. Waffen aus reinem Erzschmieden. Hier, die Dinger werde ich wahrscheinlich nicht mehr lernen können. Also zumindest das hier, Meucheln. Das hier glaube ich doch noch, aber den hier nicht mehr. So, Kämpfer, Orktöter, Jäger. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Gab es hier noch jemanden? Oder warte mal, noch mal kurz gucken. Steiners Rüstung.
Erzbrocken, gute Ware. Schlafbraun mit Ugolf, hier. Peter braucht 12 Bisonfälle. Wie viele haben wir? Wo sind die Bisonfälle? Bisonfell haben wir nur ein. Das hätte ich dir vorher sagen sollen. Ja, warum nicht? Du erlebst das selbst. So. Stainer, da brauchen wir nicht. Noch ein Jäger. Gehen wir nochmal runter. So, Hauke. Von ihm gibt's nichts Neues. Ich speichere das vielleicht einmal. Wenn wir jetzt einen Orktöter haben. So, Jäger. Kämpfer. Jäger, Jäger. Noch ein Jäger. Vielleicht suche ich mir einfach den Weg jetzt wieder Richtung Feuerclan. Mach da den Weg frei. So gut es geht. Das hätte ich dir vorher sagen können. Wie viel, was für einen Bonus haben wir jetzt dadurch eigentlich? Der hält mal zusätzlichen Nahkampfschaden gegen Orks. Einige Dinge werden sich lösen. So, Mord. Reto hat auch nichts Neues. So. Rowold. Hat auch nichts Neues. Jäger, Kämpfer. Ja, egal. Dann gehen wir in Richtung Feuerclan mal. Und dann von da Richtung Kloster. Das ist jetzt nur eine Katze da, oder? Gegen eine Katze schaffen wir's. Da! Da! So, komm. Da! So, nochmal was pudern. Und ein paar Kräuter hier. Und nochmal speichern. Ich glaube, an den Wölfen kommen wir nicht vorbei. Nicht anders. So hat er jetzt auf einmal zu dem da gewechselt? Da! 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 Jo, das werde ich nicht. Okay. Kann man hier auch irgendwie flinker werden? Schneller? Wäre schon interessant zu wissen oder gut zu wissen. Wenn man auf Jagdgeschick hier skillt, dass man irgendwie schneller wird, auch mit dem Schwert. Wie sieht's da aus? Da sind Goblins. Brauche ich die erstmal zu Klump? Da! Da! So. Da! Oh. Da! 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 Oh. So, Mistviecher. Was höre ich denn da? Irgendwas Großes höre ich hier. Da! Kleinen Ripper. Da!
Da sind noch mehr Goblins. Bitte sag mir, dass da kein Schamane mit bei ist. Da! 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 Ah, nein, jetzt habe ich ein kleines Problem. Wenn Wölfe dabei sind, dann habe ich ein Problem. Wo kommen die Wölfe her? So. Nochmal speichern. Ich weiß jetzt nicht, wie wir mit den Wölfen gleich zurechtkommen. Nein, ausgerechnet jetzt müssen die hier entgegenlaufen. So, mitnehmen. Kann ich hier eben noch was brutzeln? 22 Fleisch haben wir wieder. Nein, und jetzt kommen die wieder hier hin. Komme ich von hier da aufs Dach? Ja. Machen wir so. Erschieße ich die dann halt. Dann besser so. Dann haben wir wieder Fleisch. Muss ich vielleicht so zoomen, damit ich das besser sehe? Ist hier noch einer? Jo, tatsächlich. So, kann ich die auch looten? Okay, Ego-Perspektive ist auch nicht schlecht hier. Also, in der Ego-Perspektive hier mal zu stocken. Rumzulaufen. Ich finde die Laufanimationen sogar besser als in Skyrim. Weil hier ist dann zumindest beim Lauf noch die Laufbewegung auf jeden Fall mit animiert. Also die Kamera ist dann wirklich so mit der Bewegung vom Kopf zentriert, anstatt einfach nur den Weg hinterher. Aber ich würde trotzdem lieber so. Speichern noch einmal. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den Kampf vielleicht überstehen werden. Oder warte. Ich hoffe, die sind nicht in der Lage, hier hochzukommen. Sieht bis jetzt nicht danach aus. Jo, unten bleiben, unten bleiben. Ich habe gesagt, unten bleiben. So, Heiltrank. Da.
Ja, jetzt treffen die gar nicht. Okay. Überstanden. So, und hier den hier. Überstanden, überlebt. Und... So. Und speichern. So, Wolfsklan. Wie Wolfsklan? Nicht Wolfs- und Feuerklan. Hammerklan. Hä? Ich gehe trotzdem mal da entlang und mal gucken. Irgendwann müsste ich doch zum Feuerklan auch ankommen. Hat da einer einen Namen? Ich glaube, von denen hat keiner einen Namen, ne? Da! 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 So. Mein kaputt! Jetzt aber. So, Ogre ausgenommen. Und nochmal was fordern. Vor allem, das, da sind auch Wollbisons. Und noch ein Wolf. So. Oh, jetzt kommen sie alle. Ja, okay. Okay, warte. Hier hinten? So, komm. So, 4 Fleisch geben die sogar. Da! 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 So. Wir müssen öfters mal auf Bisonjagd gehen, wenn die so viel Fleisch geben. So, dann einmal das hier nochmal, futtern. Was haben wir hier? Feuernessel. Ich speichere vielleicht noch einmal. Wir haben jetzt aber noch nicht genug Bisonfelle. Wie viel bräuchten wir für die nächste Stufe? Auch nicht mehr so viel. 9000 noch. Da greife ich mal lieber nicht an. So, Hammerclan. Wolfsclan. Du bist ein Schamane, oder? So. Die Schamane immer zuerst erledigen. So, hier war ein Lagerfeuer, da ist ein Lagerfeuer. Fleisch wieder mal. Okay, nice.
Beziehungsweise ich pack mal das Fleisch hier hin. Und das Fleischwanzen-Ragout pack ich mal hier hin. So, jetzt ist nur die Frage. Ich glaube, wir müssen da entlang. Um zum Feuerclan zu finden. Heilpflanze, perfekt. Ja, da will ich lieber nicht gegen kämpfen. Oder warte. Komm, doch. Sind XP. Ja, jetzt hat er mich einmal erwischt. Aber wir haben ihn erledigt. So, Ripper, dich nehmen wir auch noch mit. So, und nochmal was voran. Wir müssen wirklich öfters hier kochen, auf jeden Fall. Und die Zutaten dafür organisieren. So, da sehe ich wieder was. Rudel Nashörner. Da, da, oh, da. Da, 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 da. Ja. War klar. Ja, hier in Nordmar werden wir noch sehr oft drauf gehen, gehe ich mal von aus. Es sei denn, wir schaffen es so lange zu überleben, hier zu skillen und so weiter, dass wir dann wirklich unbesiegbar sind. So, jetzt muss ich aber irgendwie mich orientieren, dass ich Richtung Feuerclan komme. Kann es sein, dass das hier vielleicht die Straße ist, die einfach nicht direkt zu erkennen ist? Nein! Boah, ich dachte schon, ich falle runter. Was bist du? Oh. Da! Da! So, dich nehme ich auch mit. So. Und so. Zwei Ripper, perfekt. Da! Da! So. Und hier auch nochmal. Ich hätte gerne eine Taste dafür, dass ich einfach alles nehmen kann. So, was sagt das hier? Hammerclan. Ich will aber nicht zum Hammerclan. Feuerclan, hier. Ich glaube, das war das, wo wir vorhin noch waren. Kann das sein? Es sieht ganz danach aus, auf jeden Fall. So,
So, da vorne ist noch eine Beere. Will ich wissen, wo das hinführt, oder wird das etwas sein, wo ich drauf gehe? Draufgehen tun wir hier wirklich überall. So, Kätzchen. Ich hoffe nur eine Katze. Ne, das sind zwei. So, Feuerclan. Kloster. Ist das ein Ernst? So, folgende Frage. Sind da... Hier ist noch ein Ork-Lager. Wollen wir mal unsere Ork-Töter-Fähigkeit ausnutzen? Obwohl, der ist mir zu nah. Ich mach zuerst den hier platt. So, einmal ein paar Meter weg. Da! Da! Okay, das wird mir... Ah, scheiße. So. Echt jetzt? Der Wolf kommt auch noch dazu? Jetzt habe ich die Arschkarte. Warum muss ich jetzt ausgerechnet die Arschkarte haben, ne? Da sind auch Untote. Es wird noch besser. Es wird nur noch besser. So, wie weit sind die Wölfe? Jetzt kann ich nicht mehr rennen. Okay, die Entfernung passt. So. Ging mir das auf den Sack. Wieso treffe ich ihn nicht? Da! Da! Ich treffe ihn gar nicht. Oh, und die Wölfe wieder. Na toll. Kann ich hier irgendwie was machen? So. Kommt er hier ran? Besser, wir sind den gleich los. Aber ich konnte den gerade im Nahkampf gar nicht treffen. So. Alle erledigt. So, noch mal ein Stück Fleisch essen.
So. Und speichern. Dann mal gucken, wie das hier jetzt mit Orktöter aussieht. Wenn wir jetzt den Skill haben. Einer wird doch reagieren. Der Kampf wird nicht oh. lange dauern. Jetzt habe ich ein Problem. Und ich komme hier nicht raus. So, nochmal den hier. Ja, gegen euch drei kämpfe ich wohl gerne auch schon hier. So, natürlich kommen die jetzt alle. Jetzt habe ich ein Problem. Nee, ich hoffe, ich werde jetzt noch nicht bluten. So, komm. Kämpfen die da auch? Schon gegen irgendwen? Yo. So, erstmal den scheiß Magier da loswerden. So, den Schamane erstmal losgeworden. Wichtigste. So. Jetzt trink. So, das ist jetzt der dümmste Kampf, den ich hier bis jetzt gemacht habe. Nur rennen, zwei, dreimal hauen und dann wieder rennen. Ja, toll. Wohin zielst du? So, ich muss noch mal kurz abhauen. Jetzt ernsthaft? Ich wäre jetzt fast draufgegangen. Den scheiß Armbrust-Typ muss ich loswerden. Du gehst mir gerade auf den Sack. So, noch mal ein paar Meter weg. Zu nah. Da. Alter, wieder ein Armbrusttyp. Ich werde dich zertreten wie einen Wolf. Wer ist der Armbrusttyp? Der Kampf wird nicht lange dauern. Du. Ich werde dich zertreten wie ein Wolf. Da. So. Nochmal kurz abhauen.
Da hinten kämpfen die gegen Säbelzahnkatzen. Jetzt hör auf! So, einmal hier hin. Müsste weit genug sein. Jetzt kommt ein scheiß Wolf, ernsthaft? Willst du mich verarschen? Die wollen mich komplett verarschen hier. Ja, sollen die gegen die Wölfe kämpfen? Kein Problem. So. Vielleicht auch erstmal vielleicht ein paar Meter weg. Dass ich irgendwie den scheiß Ausdauer wieder voll kriege. So. Scheiß Elite-Krieger hier auch. Wie schnell geht Suppe? Suppe geht schneller, okay. Gut, renne ich nochmal ein bisschen. Also Eintopf geht viel schneller mit Aufladen der Gesundheit. Wieso zieht er wieder auf den Falschen? Ich wünsche, es gäbe hier eine Möglichkeit, das, was man anvisiert, zu wechseln. Energy Drink? Nochmal ein bisschen rennen. So. So, komm, tritt den da hinten. Jo, das war ein hoher Sprung. So, nochmal. So, nochmal ein bisschen rennen. Vielleicht da einmal so an denen vorbei quasi, dass die erstmal einen langen Weg haben. Ja, wir sehen jetzt auch die richtigen bitte an. So. Hat aber auch lang gedauert hier. Ach, weil der Kätzchen da. Das wird gespeichert. Weil der Kätzchen da jemanden besiegt hat. Das war aber auch zum Teil hier wirklich verarscht. Mit den Tieren, die hier auch noch einen angegriffen hatten, so dazu kam. Geil, wir haben Dietriche. Ich hoffe, wir haben noch ein paar. So, Goblinbeere. Noch eine Schaufel. So, Säge.
Hammer. So, hier ist auf jeden Fall Werkzeug, die wir noch brauchen für eine andere Quest. Und da vorne war Erz, aber das holen wir gleich. Ich sammle erstmal hier alles ein, bevor es despawnt. Und in der Hoffnung, dass da vielleicht jemand Heiltränke hat oder so. So. So, komm, mitnehmen. Hier auch mitnehmen. So, hier auch. Und da vorne. Rushtada. So, wo war die Katze da rechts? Sehe ich die schon? Sind noch alle beide da? Echt jetzt? Da! 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 War klar? So, ich muss mal kurz schauen, dass wir vielleicht irgendwie auch hinkriegen, dass wir die Gesundheit auch mal erhöhen, bei einem Innoschrein oder so. So, wir haben ja Gesundheit, wo sehe ich denn das? Nochmal, hier Lebensenergie, 321, das ist eigentlich, glaube ich, doch ein bisschen wenig. So, hier können wir mitnehmen. Ach, den Schaman haben wir vergessen. So. Dann holen wir uns mal das Erz hier. Ausrüsten und nochmal speichern. Ist aber ganz, ganz weird gewesen. Der Kampf hier. Oh, ich glaube, wir sind schon beim Feuerplan. So. Nein, nicht du auch noch. Eine Katze schon zu viel. Und dann gleich zwei. Ah, perfekt. Nochmal was futtern. Und nochmal ein Stück Fleisch. So, was ist mit dir? Wo kommst du her? Schamane. Drecksschamane, ey. Alle erledigt? So. Nehmen wir mit. Hier auch. So, und hier. Da sind schon wieder Wölfe. So, vielleicht noch mal was puddern. Warte mal, gab es hier nicht ein Schild, der sagt, wohin? Feuerclan, hier entlang. Ist das hier da schon? Das sieht aus wie ein Weg. Ah, wir sind da. Guten Hallo, Siebert.
So, Felsnessel nehmen wir auch mit. Hatten wir hier noch Quests für irgendwen? Fritjof? Hatten wir nix. Thorald? Hier ist deine Rüstung. Hier ist deine Rüstung. Na endlich! Was jetzt? Wenn du willst, werde ich dich begleiten, solange du in Nordmar bist. Nee, alles gut. So. Gucken wir mal, wen haben wir hier noch? Jäger, Camper, Leif? Raubtöter? Genau, Lee müsste hier auch noch sein. Ich müsste mal gucken, ob wir für ihn vielleicht schon das Dings haben. Dass das für ihn reicht. Da ist noch Lee, ne? So, Lee. Ich habe die beiden Teleportsteine zum Palast. Ich habe die beiden Teleportsteine zum Palast. Einen zum Tempel und einen direkt zum König. Gib mir den zum Tempel. Ich werde dort auf dich warten. Ich sehe dich in der Barriere. Und weg ist er. Okay. Also er wartet dann am Tempel. So, Kämpfer, Orktöter. Orktöter, Orktöter. Pferd. Würdest du mich im Kampf unterrichten? So. Nee. Ich brauche noch irgendwie, keine Ahnung, ich brauche noch ein bisschen was oder so. Also eigentlich eher mehr in Richtung Stärke und Gesundheit, aber Stärke will ich über die Dings hier kriegen. Über die Mühlensteine. So, gab es hier sonst noch was? Einen Moment. Wir sind jetzt hier beim Völkler. Die Macht der Ahn und 10 Säbelzähne für Leif. So, okay. Wie viele Säbelzähne haben wir? Horn. Klauen. Dämonenhorn. Bisonhörner. Schattenläuferhorn. Wildschweinehauer. Zahn als Säbelzahntigers. Ah, okay. Nur 4 haben wir. Wir brauchen mehr. Ja, gut. Dann vielleicht erstmal wieder Richtung Feuer. Der Kloster, würde ich sagen. Kloster war jetzt dann hier nach rechts abbiegen. Okay, bevor wir gegen die Wölfe da kämpfen, will ich hier einmal speichern. So. Ja, komm. Ja, jetzt triff ihn doch. So. Und nochmal was futtern. Ich glaube, ich müsste eigentlich mehr von dem Fleisch jetzt essen. Und speichern. Immer diese Säbelzahnkatzen hier. Die hasse ich momentan. Ich muss aber an denen vorbei.
an denen renne ich auch erstmal vorbei. Wir machen auf dem Rückweg hier alles frei. Ist der alleine? Nein. So. Der war nicht alleine. So. Aber dann wären wir wieder beim Kloster. So, Pyran. Ah ne, das war's. Der konnte nicht viel. Zu wem musste ich die Feuerkelche bringen? Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Ja. Zeig mir deine Ware. Zu Milton gehe ich noch nicht. Ich glaube, hier muss ich noch zu ihm gehen. Wegen den Feuerkelchen. Aidan? Nee. Dagoth? Auch nicht. Apropos, warte mal. Kochtopf. So, ein Topf kann ich immer noch nicht machen, weil ich keinen Reis habe. Ich müsste bei Gelegenheit mir mehr Rezepte holen, Kochrezepte. Oliver? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Nee, kann er auch nicht. So, stimmt, da ganz unten war ja auch noch was. Das lasse ich aber erstmal immer noch sein. Zu wem musste ich? Da oben hin? Wegen den Feuerkelchen? Hier zu Altus? Hä, nee, auch nicht. Zu wem muss ich wegen den Feuerkelchen? Kümmere dich besser um deinen Kram. Ja, Kailian. Muss ich damit zu Milton? Milton? Ah, genau. Ich habe alle Feuerkelche gefunden. Ich habe alle Feuerkelche gefunden. Ich wusste, du würdest uns nicht enttäuschen, mein Freund. Dann wirf sie jetzt ins heilige Feuer. Schnell. Dafür war das. Was? Das waren alle. Erfahrung 12.000 bekommen. Gesegneter Feuerkelch. Du hast es geschafft. Mit den Kelchen kannst du den Paladinen ihre Magie wiedergeben. Ah, und was hast du jetzt vor? Was hast du jetzt vor? Meine Aufgabe hier ist erledigt. Wenn du willst, kann ich dich ab jetzt begleiten, mein Freund. Okay. Und bei in Varant, dann in Bakarisch? Wäre das das Gegenteil, was gewirkt wäre, oder wie jetzt? So, das hatten wir schon gelesen, oder? Das kenne ich schon. Und hier jetzt? Nein, ich bin nicht bereit dazu. Okay, dafür war ich nicht bereit.
Okay, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gucken wir mal, dass wir vielleicht ein paar der Feuerkirche zumindest zurückbringen können. Markus können wir den eh nicht mehr zurückbringen, aber vielleicht dann Georg können wir einen geben oder so. Und, oder warte, ich mache das gleich. Beziehungsweise, ich mache jetzt einen schon mal, Oliver, oder wie er heißt, der hier ist. So, du bist der Erste. Hier, nimm diesen Kelch. Hier, nimm diesen Kelch. Er wird dir deine Magie zurückgeben. Danke, ich danke dir. Verfüge über mich, wenn du willst. Okay, nice. Also ein Paladin haben wir jetzt quasi, der mit uns mitläuft. Aber dann würde ich sagen, jetzt hier, in der nächsten Folge bringen wir mal die meisten von denen oder viele von denen wieder zurück zu den Leuten. Ich glaube, dafür werde ich die Schnellreise machen. Ich glaube, hier, also über Teleportsteine. Denn so werde ich das wahrscheinlich eher weniger schaffen. Aber vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.